Jo, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander Saga. Ja, ich habe unter all meinen vorigen Teilen mal einen Link in die Videobeschreibung dazu gepackt. Ja, zwecks eines Threads im Wing Center Forum. Ich habe entsprechend auch mal Tags bearbeitet. Ja. Luke nennt er sich, glaube ich, im Forum, weil also ist er sehr aktiv und gibt Tipps wegen Einstellungen und so weiter. Was aber an und für sich empfehlungstechnisch hier passt, soweit ich das jetzt gesehen habe. Und ja, Schluss mit dem Gesabbeln nebenbei. Wir wollen weiterspielen. Schauen wir mal, wie das weitergeht hier. Erstmal wieder einen dicken Batzen Text. We have received some disturbing news. Science crew aboard the La Belle Dame Saint-Merci station was in the middle of observing what appeared to be the Schöne Videosequenz. Leider klein, aber na gut. Their observations were cut short when they were attacked by the Kilrathi. Would apparently been using a nearby nebula to hide their presence. Kilrathi captured the station, killing much of the crew in the process, and then torturing the rest to death. Kilrathi then abandoned the station and destroyed it. This was a senseless act of violence against a civilian target with no military value whatsoever. This is the 18th such occurrence in the last 2 years. Remember that this is the enemy we face, pilots. We have successfully jumped into the Vegas system, which holds particular importance to the war effort. Seventh Fleet Command has ordered us to defend the system, which has come under several attacks by small Kilrathi forces in the past few weeks. As you all know, the Vegas system is the capital of the Vegas sector and is the biggest industrial, business and trading hub we have in the sector. Its loss or So das würde ich mir größer wünschen mit dem Videosequenz hier. It seems likely for All right, everyone, settle down. We're here in the Vega system to help out the local defense forces at Fort Crockett, the naval base in this system. The in-system security pilots have been putting up a brave stand against Kilrathi raiders for the better part of the week, but they are still unable to pinpoint the exact location of their origin. Sandman and Grey Wolf will be Alpha Wing. You will launch and rendezvous with a pair of ISS Sabres at Nav 1. You will complete a standard 3-point patrol of this area, eliminating any contacts you may find. When you are finished, return to the Hermes. Cat Killer and Zora will be Bravo. Okay. Läuft. Drin die Jäger-Systemverteidigung nach 1. Suchen Sie sämtliche Wegpunkte nach Grassjap und vernichten Sie alle Feinde, auf die Sie treffen. Beschützen Sie die Sabres, während Sie den Feind angreifen. Oh. Okay. Gute alte Wing Commander 3 Sound da mal eben eingebaut. Fliegt anscheinend Hellcat, ja? ISS Units are waiting for you at Fort Crockett. Let's launch it, Northy. Proceed to next waypoint. Hab jetzt gar nicht geguckt, ob ich jetzt mittlerweile auch mal mein Fluggerät auswählen kann hier. Das werde ich dann halt in der Aufnahme sehen. Ja, wollen wir mal schauen, was hier so los ist. Ja, Hellcat. Wie ich am Schuss quasi erkannt habe, ja. Jo. Sounds sind echt geil. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. F2 war das, ne? Wie war denn das noch mit den Tauschkörper? X, okay. Oder die Taste, genau. Ich habe mir das hier auf den Joystick gelegt.
Oh, booby on your six. Oh, die haben wir erstmal erledigt, ja. Hab jetzt aber auch nicht so viel abbekommen, oder? Nö, die Kiste brutzelt nicht. Kommen auch keine Partikel aus den Düsen. Ist alles eigentlich noch in Ordnung. Soweit. Keine sichtbaren Schäden. Ah. This is Alpha Element from the Hermes. Pleased to meet you. Greetings, Hellcats. We appreciate the hand. Ja, das ist doch eindeutig dem Black Main System nachempfunden, oder? Würde ich mal sagen und behaupten. Das mit diesem Dollar auf sich hat, so halbwegs. Aber das wird sie bestimmt gleich aufklären. Bin mir da nämlich auch nicht mehr so ganz sicher. Ja, dann kommt mal ran hier, Kätzchen. Ich fliege wieder hier wie der Letzte, ne? Weiß ich nicht was. Ein Abschuss hier gerade. Schön, dass er mir das da anzeigt. Oh, auf geht's. Grafik genießen hier. Keiner zu Hause. Okay. Schauen wir mal, wie das weitergeht hier. Torpedo ist halt nicht meine Geschichte mit einer Hellcat. Boah, treffen muss man können, ne? Haben wir die Dinger da noch? Und Kätzchen im Anflug. Was unser eigentlicher Job ist, ne? Mit der Hellcat.
eigentlich auch ein lustiger Name dafür, weil es soll ja die Hölle der Katzen sein oder was? Vielleicht sollte ich mir diese Taste, dieses H, auch mal auf den Joystick umlegen. Es ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Falls ich das nicht schon getan habe, zielen, ne? Alt H. War aber die Nummer mit H, nicht mit Alt H. Da. Zuweisen. So dürfte das gehen. Hoffentlich nicht doppelt belegt. Nee, das geht. Den ergreife ich zuerst an, also gehe ich da zuerst mit drauf. Scheint mir am sinnvollsten. Ich habe meine Kollegen erst auf dem Radar, auf einer gewissen Nähe, wie es aussieht. Triebwerkstahl ist anscheinend ein bisschen ungesund, ja. Eigentlich konnte man doch die Flux anvisieren. War das nicht so? Schiff, Zielcomputer, Subsystem im Fadenkreuz, V, vielleicht ist es das, tut sich gar nichts. Ist ja schon anvisiert. Ich ziele halt anscheinend nur ordentlich schlecht. Ja, müssen uns mal so ein bisschen professionalisieren hier mit der Steuerung. Ja, Jungs, wo seid ihr mit euren Torpedos hier? Macht doch mal was. Seid ihr jetzt hier zugange? Scheint so, ne?
bin hier irgendwie auf mich allein gestellt, habe ich das Gefühl. So ein bisschen. Wo sind meine Kollegen mit den Torpedos? Haut doch mal welche drauf hier. Ach, so geht das wohl auch. Aber mal so, dass ich halt was abkriege dabei. Freihand hier, weil es halt geht. Werke geht jetzt hier ganz gut. So. Ohne Raketen einfach drauf da. Ist natürlich auch eine coole Aktion. Geil aus. Noch mehr Feinde, wir haben keine Raketen mehr. Na, das kann ja klasse werden hier. Schauen wir mal. Das Video droht ein Überlänge-Video zu werden, aber ist auch in Ordnung. Mehr als 20 Minuten kann man ja mal nutzen, dass wir aktiviert sind hier und so auf YouTube. Oh oh. Ist das eine Fireclaw? Ach du Scheiße. Das kommt mir bekannt vor eigentlich hier gerade irgendwie. Ich will auch nicht hoffen, dass ich hier etwas nochmal spiele gerade. Sind aber nicht klein hier, ne? Den kriegt man so leicht nicht kaputt hier. Ja? Da braucht's halt Raketen. Das war jetzt natürlich wieder ein schöner Fehler von mir, dass ich die alle verblasen habe. Da bringt dann auch eine höhere Trefferquote anscheinend nichts. Wobei doch, jetzt kriege ich mir so langsam etwas.
Na komm. Guck mal, wie den Krieger hier. Immer im Kreisen hier. Na komm. Das war mein Bäcker. Ab jetzt geht spätestens die Überlänge los. Ist mir eben ausgemacht. Komm schon. Nee, komm, das wird nix, ja. Gib mir einen anderen. Soll er halt flüchten oder kommt zum Schluss dran? Wir müssen jetzt erstmal hier mit den Kollegen mal ein bisschen reinigen hier. Bitte. Jetzt gehen wir langsam auf diese Tauschkörper aus, ne? Habe ich überhaupt noch welche? Nee. Jetzt wird das langsam eng hier. Kann ich nur noch mit Nachbrenner abhauen, versuchen und hoffentlich Erfolg haben. Das klappt hier eigentlich auch ganz gut in dem Spiel hier. Schweinerei. Na, Fireclaws hier am Start, ne? Sicke Quäle hier. Aber vom Feinsten. Gib mir erstmal die anderen. Dann sind wir zu zweit gegen den. Fireclaw ausschalten ist das natürlich fehlgeschlagen. Ich glaube, man konnte ja tatsächlich nachträglich die Mission nochmal wiederholen. Und die Ergebnisse kann man bestimmt auch sehen, möchte ich hoffen. Dann kann man das später nochmal versuchen. Sheet auf eine einzige Fireclaw. Wir haben es geschafft hier. Something many pilots can brag about. The ISS boys flying the super ferrets and hotel flight learned that the hard way. Don't be too discouraged about Fireclaw escaping your grasp. His psych profile indicates that he's nothing more than a coward.
grunting when the fight doesn't become fun for him anymore. A flight of arrows were dispatched along his last vector. The only thing they picked up were jump traces consistent with a light carrier or heavy cruiser at the Trimble jump point. Rest assured, one day, Fireclaw's time will come. It's just a question of when. Even though we believe this constituted the largest portion of the raiders, we're staying in system to assist cleaning up any stragglers. Fireclaw ist fällig. Again, good work today, gentlemen. Na gut. We are on red alert. We have just lost contact with Fort Crockett. There seems to be a jam. Das kommt dann im nächsten Teil eigentlich. We are on red alert. Ja, alles klar. Ja, dann bis zum nächsten Teil. Tschüssing.